Ja, ich höre dich schon. Ja, warte, kannst anhalten. Ich bin da auch oh, mit dem Taxi sogar standesgemäß. Oh. Ja, die günstigsten ab. Die nehme ich immer zum Wie die zum Spaß günstigsten. machen. Ja, die Limousinen sind mir zu schade und Polizeiauto denkt gleich jeder, oh leck mich Guck, doch jetzt mit. kommt der Proll hier an. Nee, mit viel mehr, also. Ach, du wolltest mir jetzt bloß die Rampe zeigen, jetzt, okay. Ja, ich würde sagen, hier noch eine Rampe aufbauen, weil das ist, glaube ich, am spektakulärsten. Ah, okay, ja. Ja, hast du eine Axt dabei? Da können wir ja schon mal anfangen. Na komm, ach, das ist... Ach, siehst du, seine Sturmhalde wird drauf. Boah, hier hat man auch eine schöne Aussicht auf die Großstadt. Das ist ja geil. Boah, hey, ich bin mal gespannt. Da hinten soll ja irgendwie ein Hafen, eine Hafenanlage sein. Das wird bestimmt auch geil. Raushauen. Schön aus, das gefällt mir. Dann mit der Vorstadt und mit See. Hey, meine Base ist weg. Kann das sein, dass da einer gebaut hat? Ja, wie kommst du dann runter? Willst du dann laufen oder was? Ja, ich brauche doch nicht looten. Was soll ich looten? Ah, okay. Die Tiki Talk oder wie die heißen. Ach ja. Noch nicht mal richtig ausgestiegen, da kommen sie schon aus allen Richtungen.
Na, du wirst doch nicht mit dem Stein nach mir schmeißen, du Säckel. Hey, was macht denn der? Der Depp, der haut mir hier einen Stein an den Kopf. Hier doch eine schallgedämpfte Handgang gegeben. Ja, aber ich hab gedacht, ich... The preacher man says it's the end of time, and the Mississippi River, she's a going dry. The interest is up and the stock market's down, and you're only getting mugged if you go downtown. I live back in the woods, you see, my woman and the kids and the dogs and me. Got a shotgun, a rifle, and a four-wheel drive, and a country boy can survive. Oi, diese scheiß Felsen hier überall. Da ist die eine Rampe, und hier sind die anderen. Ja. Ach so, wo soll ich denn hinfahren? Fahr du. Da kann ich in Ruhe mal einen Kaffee trinken. Naja, manchmal bringst du es ja auch nicht unbedingt. Ja, ja, genau. Und dann, aber ich hole mir dann, guck, oder versuche mir dann schon was Gescheites zu holen, und dann hast du erstmal eine Weile deinen Spaß. Echt, Alter, das fand ich schon wieder stylisch, ehrlich gesagt. Ja, leck, wenn das der Micha sieht, ja, ich brech zusammen. Wenn das der Micha sieht. Hier stehen jetzt 2, 4, 6 Limousinen in einem Schuppen drin. Achso, ja, wir haben schon erzählt davon erlaubt. Ja, ja, das ist ja absolut krass. Vor allem für ein PVE unter der Woche, da gibt es kein Auto mehr. Ja, ja. Ich habe schon gefragt, ob sich da noch keiner beschwert hat, aber offensichtlich interessiert das keinen. Ah ja, hast du ja noch Handwerkszeug. Junge, was hast du? Ja, ich hab die jetzt halt vorne dran, aber man kann nicht reingucken, großartig, weißt du? Ja. Das ist ja die Hauptsache da. Ja. Und es sind wieder 2 hintereinander. Bin drin. Wenn man mal die Disziplin und die Lust dazu hat, es nochmal zu machen, dann... Ja, weiß man ja, wie es geht, ne? Ja. So, ich geh mal kurz von Windows, optimiere mein System. Wie optimierst dein System? Ja, bei mir ist es wahrscheinlich schon wieder bei 3%. Ja, der Anlauf ist echt ein bisschen komisch hier, ne? Wie fährt man da am besten? Aus dem Wald, wo ich jetzt hier gerade stehe. Ne? Ah, okay. Musst du halt echt gucken, dass man gerade trifft. Naja, gut, ja. Muss halt irgendwie gehen. Schau erstmal. Och nee! Ah, jetzt die Glück gehabt. Weil, ja, nicht, dass du in die Bäume springst. Jetzt waren nämlich gerade hin, gerade alle 4 Räder in der Luft und haben Hohle gedreht. Das wäre es jetzt noch gewesen. Aber da hättest du mich auch ein bisschen anschuggeln können. Ja, auch wenn man am Kopf liegt. Als wir zu 5 waren, lagen 3 Autos am Kopf. Keins ist draufgegangen. Ja gut, man muss halt wirklich recht gerade runterkommen und dann geht das. Muss erstmal gucken. Bei uns auf dem Server Marshall wieder 6 Leute. Ich komm nachher doch nochmal. Ich bin gerade überlegt, ob jetzt doppelt oder zeichnen oder so. Du kannst doch rüberkommen und dann können wir nachher zusammen nochmal umgehen. Eine Inselrunde drehen, ein bisschen Leute bannen. Was krabbelst du jetzt da oben rum? Ich mach die Lichter an. Ach so, okay. Da sehe ich aber hier gar nichts davon. Ah doch, jetzt sehe ich es ein bisschen. Ja, schön. Und wo hat es bei den Server? Wie bitte? Ja, ist klar, dass ich noch joinen kann, aber wo ist es auf dem Server Satz? Auf dem Berg? Oh, wow, welchen Berg? Da bei der, wo das Slavy auf unserem Server ihren Dingens hat. Der Basis, da bin ich in der Basis drin. Ja, ist klar, aber wo Satz ist? Ja, warte mal, Wolf, sollen wir ihn geschwind abholen, oder? Ja,
Freilich, ich ringe einmal und dann. Ja, warte, dann füll mich das und. Ja, dann warte ich hier, dann fahr doch gleich durch und hol ihn ab. Yay! Oh, Mordsprung. Und das sieht geil aus, weil du gegen die. Weil ich gegen die Sonne gefilmt habe. Du bist eigentlich nur als schwarze Silhouette zu sehen, die Leute da. Wir haben ja eh alles doppelt und dreifach, wenn du erschossen wirst, vielleicht im Zweifelsfall holst du dir was und rächst dich. Hey, beschädigt, oder? Nee, ich hab Holz fallen lassen. Ach so, okay. Ich dachte, die wäre kaputt gegangen. Warum hast du kein Tor? Yay, das laufen an mein Auto. Da kriegst du die Krise, wenn du reinäugst, hä? Ich hab mein Auto, ich hab mein Auto. Ja, so kommst du da nicht raus. Wer es glaubt, wie verweht man das Jasekim? Ja, mach's lieber nicht, weil wenn die seitlich aneinander kommen, die Autos, dann, ja, dann haut die's voll rum. Nee, du, ich hätte... Tauschen jetzt erstmal die... Ach so, jetzt haben wir was anderes Taxi nicht dabei. Zum Dreck. Wieso versuchst du denn austauschen? Ja, das sind... Wenn schon einer mit dem Polizeiauto fährt, nicht alle mit den zwei Crash-Test-Fahrzeugen. Wieso mit Taxis? Zwei Polizeiautos, bevor wir auch mit Ohren, oder nicht? Ja, eins, und wir haben ja die Taxis noch. Er hat das Taxi. Warum denn wir jetzt Autos aus dem Polizeiauto herauszuhaben? Genau. Ich jedes Auto noch einmal haben. Wir haben da oben noch ein Taxi stehen, weißt du? Ja. Oh, Mann. Ach so, tu mal erstmal das Polizeiauto raus. Und dann? Dann stellen wir das Taxi rein und fahren mit dem schwarzen und mit dem Polizeiauto hoch und oben haben wir ja noch ein Taxi. Was möchtest du aufs Tor? Na, springen. Springen. Looten. Du bist... Was denn? Deswegen... Die Autos, da ist bei alles voll in den Autos. Wenn du irgendeine Waffe brauchst, dann kannst du dir die aus dem Auto mal. Hier und dem roten, da ist, das ist voll Waffen. Das rote. Wie sagt das zuerst, der Grütze da hin? Ich habe jetzt übrigens eine neue Lieblingswaffe. Das ist die MK18, die finde ich voll geil. Ja, die ist ja auch am leichtesten. Nee, war 25. Naja, hab ich jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt. Jetzt die Schau, weil ein Auto sind vier Räder. Es gibt auch drei Räder. Ja, haben wir so echt mit drei Rädern. Nee, die kenne ich noch aus meiner Jugend. Ich bin ja mal gespannt, wann sie mal die Motorräder jetzt einfügen, was gesagt haben und dein. Ja, ich kann mal vorgehen. Hey, das sieht voll geil aus, der Sternhimmel im Hintergrund dagegen und die Beleuchtung. Ah, das gibt wieder geile Action. Yay! Yeah! Das haben wir aber schon weiter gesehen. Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with her. Micha, wo hüpfst du hin? I've never been with anything less than a man. So fine. I've been on fire with Sally Field, gone fast with the girl named Bo. But somehow they just don't end up as mine. It's a death-defying life I lead. I'd take my chances. I'd die for living in the movies and TV. But the hardest thing I ever do is watch my leading ladies kiss some other guy while I'm bandaging my knee. I might fall from a tall building, I might roll a brand new car, cause I'm the unknown stuntman that made Redford such a star. Whoa. I've never spent much time in school, but I told ladies plenty. It's true, I hire my body out for pay. I've gotten burned over Cheryl Teagues, blown up for Raquel Welch. But when I wind up in the hay, it's only hay, hay, hay. I might jump an open drawbridge or Tarzan from a vine, cause I'm the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine. A
they'll never make me president. But I got the best hers ladies. Some days I've got home as far as the eye can see. Ooh-wee. A morning dive with Jackie Smith. I crash in the night with Cheryl. But in the end, they never stay with me. I might fall from a tall building so Burt Reynolds don't get hurt. I might leave a mighty canyon so he can kiss and flirt. While that smooth talker's kissing my girl, I'm just kissing dirt. Yes, I'm the lonely stuntman that made a lover out of Burt. Ich hab schon viel mehr Raum gebaut. Boah, das sieht ja voll freaky aus von der Innenperspektive. Ja, da... Oh, hat's mich jetzt gebatcht. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ich glaub, mir ist ein Reifen geplatzt. Ich hab's gehört. Du sollst mal springen. Mach's nicht an, das sieht cool aus. Echt? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Geht doch. Ja, leck. Ja, leck. Geil. Oh, fuck. And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ah, okay. And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Boah, du schummelst mich ja an, Scheiße. Du stürzt ab, Ansicht ist so schräg. Ja! Wow. Ich bin in der Wald der Bäume, aber ich stehe. Hey, wisst ihr, was echt freaky ist? Ja, das ist geil mit dem Feuer. Das ist ja eine richtige Action-Show hier, du. Mach hin, bevor es ausgeht. Jo. Ja, aber sauber gelandet. Oh, da hast du aber einen Absprung ein bisschen vergeigt. Oh, hier steht ja einer. Oh, scheiße, ich springe ja genau auf die Bäume zu. Oh. Ich bin ja auf den Stoff gesprungen.
Oh also gut, du hast mich gebremst. Ja, ich hab's knallen hören. Oh, Drehung. Oh, Scheiße. Drei Autos nach dem ersten Sprung auf den Kopf lagen. Dann als wir das letzte Fahrzeug geholt haben, war auch ein Taxi auf den Kopf gelegen. Das war dann auch mit dem Kanister wieder aufgelegt. Ah, jetzt kommt er. Scheiße. Stück ja, noch. Steht so vom Berg auf. Ja, jetzt kommt er. Danke. Naja, ist ja noch ein bisschen über eine Stunde für die PvP-Action nicht vorzubereiten. Ja, ich brauche hier ein bisschen Munition. Oh, ich werde mit Helm geschworfen, das ist kacke. Obwohl ich bei Standard gucke, geil, ohne M16. Ja, das war ja jetzt geil. Ist das geil? Ich bin die mittlere Rampe gesprungen, bin dann über den zweiten Felsen gesprungen, habe mich um 180 Grad gedreht und stehe jetzt genau auf dem Weg in Fahrtrichtung. Ja. Oh, Scheiße! Ich bin über dir. Oh, jetzt hat es aber uns alle Bete erwischt. Bei dir ist ein Reifen. Ey, du qualmst! Oh, ich bin explodiert. Ich bin auch tot, mich hat's mit erwischt. Wir sind alle Bete tot. Okay. Der Auto ist auch hochgegangen. Alter, Scheiße. Denn sein Auto ist explodiert und mein stand direkt daneben und ist auch explodiert. Kannst du mich gleich einsacken? So, guten Tag. Ich lebe wieder.